jetzt eigentlich nochmal gebraucht. Herstellung Schabracken. Nee, hä? Schabracken Tapirfell. Oh, oh, noch ein. Wo ist nochmal so ein Schabracken? Jetzt weiß ich auch, warum die Schabracken Tapir heißen. Guck dir mal die Kackbratze an, die Schabracke. So, wo? Oh, ein Fasan, oder? Bam. Stehen. Perfekt. Wie still die Viecher heute alle halten, ist das nicht schön? Federn. Das kann ich aus den Federn machen. Okay, ich brauche nochmal so einen Schabrackentab hier. Wir sind Adler. Schabrackentab hier. Aber sogar die Pflanzen biegen sich um, finde ich sehr cool. Komm schon mal noch einen Schabrackentab hier. Das wäre dann auch schon, was ich jetzt erstmal brauche. Schabrackentab hier. Das ist der andere. Da vorne sind noch welche. Juhu! Scheiße, Mann. Warum habe ich jetzt nicht getroffen? Fuck. Komm, 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 komm. Das Viecher hier. So, genau. Jetzt können wir nämlich wieder was herstellen. Sehr gut. Sehr nice. Waffengurt. Trage eine Seitenwaffe und zwei andere beliebige Waffen. Trage eine Seitenwaffe und drei andere beliebige Waffen. Sehr schön. Hier brauchen wir auch nochmal. Hier sechs Spritzen. Brauchen wir nur drei. Oder drei? Liegestarichtisch. Ja, drei Schabracken-Tapir-Fälle. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh fuck. Du Drecksvieh. Verreck doch! Mein Gott. So, was sind das für Viecher? Heute nochmal. Rothundfell. Da ist schon mal ein Viech, genau. Na komm. Komm schon. So, da oben war auch noch ein Viech. Genau, da. Ein Äffchen, oh nein. Assam, bla bla. Oh ne, davor muss ich ja, genau. Aber braucht natürlich immer noch drei Schabracken-Tapir-Fälle. Mein Gott, Alter, was sind das für Namen, aber. Also, Leute, so ein Name, aber euer Sommer. Jetzt gucken wir uns hier mal um. So, vielleicht kann ich hier so einfach rüberspringen. Soll ich es probieren? Nee, komm, scheiß drauf. Genau. Bam. Gut. Oh ja, da oben sind viele Schatzkisten, sehe ich gerade. Sehr gut. Genau, Kletterhaken benutzen. Zack. Das finde ich cool mit dem Kletterhaken. Allgemein muss ich jetzt sagen, so im Vergleich zu Far Cry 3 ist Far Cry 4 schon... Na, naja, besser jetzt nicht. Aber auf jeden Fall anders. Glück gehabt. Ah, genau. Propagandaplakate. Genau, Fähigkeiten gibt es ja auch in dem Spiel, ist klar. Und Herstellung, das kann ich jetzt schon wieder herstellen. Köderbeutel, Rothundfell, gut. Jackfell.
drei Baralfell, zwei Jackfell, hier auch drei Jackfell, Panzernashornhaut, oh je, Königstigerfell, eine Schweinehaut, Schabrackentapirfelle, Sambarfell, ui, Makakenfell und Honigdachsfell. Alter, die Viecher, die klingen alle, naja, so süß. Bisschen, jetzt muss ich aber nochmal in die Steuerung gehen. Aber so geht das ja nicht. Muss auf jeden Fall. Wo ist es jetzt? Nahkampf. Hier, genau. Das muss auf jeden Fall hier vor. Sonst verkacke ich komplett. Und was war das für ein? Okay, jetzt müssen wir mal zurück. Was ist das hier? Ich muss mal verwechseln, zoomen. Steinwerfen machen wir dann hier drauf, genau. So. Na gut. Ja. Ja, Kampf. Okay. Hä? Ja. Ah, Kiste. Und ich sehe sie nicht. What? Moment. Moment mal. Ich hab doch Wurfmesser, genau. Na, jetzt ist schon zu spät. Einzigartige Waffe ist Stormer. Doch, komm, probieren wir jetzt mal die Wurfmesser aus. Dann glaube ich so, oder? Nee, halt, das ist ja Steinwerfen, oder? Wie ging das nochmal mit den Wurfmessern? Genau, mit Lamos hast du. Super. Wurfmesser sind ja cool. Krieg ich die auch wieder? Jawohl, ich glaub schon, oder? Warte, ich suche. So! Oh oh. Na, ich würde sagen, jetzt gehen wir da erstmal rein. Glockentürme. Erreiche die Spitze des Glockenturms, um Paganmins Propagandasignal zu stören. Befreie Türme, um den Nebel auf der Karte zu lichten. So erhältst du Zugang zu kostenlosen Waffen und schaltest neue Aufgaben frei. Ja, kommt einem doch schon relativ recht bekannt vor. Far Cry 3. Finde ich aber auch gut, dass sie das so beibehalten haben, weil das fand ich eigentlich ganz cool, wenn du da die Glockentürme freischaltest und sonst Waffen kriegst. War immer eine ganz coole Sache. Und dass das da jetzt direkt mit so einer Propaganda zusammenhängt, von dem Pagan Min, finde ich natürlich auch ganz cool. Ganz vorsichtig darüber. Genau, müssen wir hier, glaube ich, zerstören, genau. Bam. So, da bin ich nur gespannt, wie das in dem Spiel aussieht, wie der die entschärft. Scheiße. Kann man da nicht hoch? Nein, natürlich nicht. Boah. Ach, Moment, ist da unten. Genau, das ist eine Schatzkiste. Also direkt nochmal runter. All das Geld. Und bumm. Natürlich schon ganz gut hier, ganz cool hier gemacht, so Bergsteiger, Gipfeltreffen, Adventure. Also irgendwo eine Schatzkiste sein, genau. Bam. Hier drin gibt es zum Beispiel schon mal eine. Oh oh. So. Boah, wie
ultra-HD-realistisch die Leiter aussieht. Krasser Scheiß. So, jetzt machen wir hier die Pläne. So, meine. Nähzeug. Ah, Seilrutsche, nee. Ah, hier, jetzt. Rustikal. Ja, das sieht auch schon ganz cool aus. Haus des alten Isha. Kyras Zuflucht. Genau, Fähigkeiten. Na, aber vorher schon. Du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Damit hast du insgesamt 4. Heilspritze erneuern 4 deiner Felder. Viel schneller. Soll ich Elefantenreiten jetzt schon freischalten? Bräuchte das jetzt schon? Alter, wie viel man jetzt hier freischalten kann, da kann ich mich jetzt anfangs nie entscheiden. Soll ich direkt das Elefantenreiten nehmen? Nee, ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier dit. Ditte. Und dann nehmen wir dieses Elefantenreiten. Propagandamaschine. Seilrutsche benutzen. Juhu! Bam. Ich brauche Hilfe. Ich brauche hier dringend Hilfe und zwar schnell. Kann mich jemand hören? Wir brauchen... Hallo? Vint, bist du das? Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt, er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Hä? Ist es nochmal? Nee, nur für dich im Bund. Ein Moment. AJ, genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom Goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfzonen. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie... Boah, jetzt hätte ich fast voll ins offene Mikro gerotzt. Ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Ich hol mir das Zeug! Jetzt würde ich aber nochmal vorschlagen, wir tun dann so mal die Maussensibilität ein bisschen höher, weil... Maus fühlt sich irgendwie ganz komisch an in dem Spiel, das ist ganz, ganz komisch. Und dann würde ich die Grafik eigentlich auch ganz gerne wieder auf Mittel stellen. Sieht zwar ein bisschen beschissener aus. Nein. Machen wir, ja. Ja, lassen wir es mal so, weil... Ich will halt einfach nur flüssiges Gameplay... Wobei es so auf Mittel gar nicht mal so viel besser ist als auf Hoch. Da muss ich jetzt echt noch ein bisschen anpassen und mach mal einfach mal alles auf sehr hoch, so spaßhalber. Zack, 31, 23 FPS, 37, 36 FPS. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ich meine, gut, das ist aber auch schon... Das ist aber auch schon die Vorstufe zu Ultra. Aber es war scheiß mal drauf, so zock ich das jetzt. Müssen wir mal gucken, bis ich eine neue Grafikkarte habe, werde ich das Let's Play wahrscheinlich schon durch haben und dann ist die neue Grafikkarte wahrscheinlich für den Arsch, weil ich das Spiel Far Cry 4 ein, zweimal durchzocke, dann noch Multiplayer ein bisschen daddel und dann wird auch schon gut sein, denke ich mal. War ein bisschen schade, aber ist das nochmal, was ist das? Seilrutsche, glaubt bloß, gell? Ja, okay. Genau, da hoch muss ich. Oh, fuck, geh weg, geh weg, geh weg. Jetzt weiß ich, warum die so einen Schiss vor Adlern haben. Ich brauche das Fell von dem Viech. Und nicht nur von dem einen Viech, von dem anderen auch noch. Glück gehabt. Nein! Oh nein! Schabracken-Tapir-Fell. Gut, zusammen.
Brauche ich, glaube ich, noch eins, oder? Kann das sein? Noch ein Schabracken-Tapirfell. Kann das sein? Ja, kann gut sein. Ja, jetzt was muss ich hier nochmal finden? So eine Vorratstasche oder sowas hat er doch hier labert. Mr. Labber Labber. Jetzt gehen wir da vorne noch hin. Ah, ist auf dem Dach. Eine Geldbox oder was? Nein, in Far Cry 2. Genau, Far Cry 2 konnte man ja diese Diamantenkoffer sagen.